Hi, Astro-Rebellen, herzlich willkommen zu eurem astrologischen Kanal auf YouTube. Ich bin Emmanuel. Wir hatten gestern am 14. Dezember einen schönen Neumond im Sternzeichen der Offenheit, der Hoffnung, das ist Schütze. Und Hoffnung kann man nur haben, wenn man die richtigen Informationen hat. Wenn man richtig informiert ist über die Fakten, wenn man weiß, was in der Vergangenheit geschehen ist und dann die Grundlage dafür hat, um Hoffnung zu haben. Ansonsten ist Hoffnung eher Blauäugigkeit. Und ich bin der Überzeugung, meine Astro-Rebellen sind nicht blauäugig. Wir wissen schon Bescheid über dem, was in dieser Welt geschieht. Das wissen wir ganz genau. Und dieser Neumond geschieht in einem Zeichen, welches vom Jupiter beherrscht wird. Jupiter betrifft die Suche nach der Wahrheit. Jupiter beherrscht in der Astrologie über die Verbreitung von Informationen bzw. auch Medien. Und hier muss man erkennen, was ist die Wahrheit und was ist nicht die Wahrheit. Und wir haben am 21. eine große Konjunktion zwischen Jupiter und Saturn im Sternzeichen der Eigenständigkeit. Das ist Wassermann. Diese zwei Planeten, Jupiter und Wassermann, haben etwas Gemeinsames. Nämlich, beides sind mit dem Thema Wissen und Lernen verbunden. Jupiter ist Weisheit, Saturn ist Vernunft, Saturn ist der erfahrene Mensch, der verantwortliche Mensch. Und Wassermann ist das Zeichen der Eigenständigkeit, eigenständiges Wissen oder Weisheit, das ist Jupiter, in Bezug auf die eigene Freiheit. Und dafür muss man erkennen, was ist in der Vergangenheit geschehen in diesem Jahr. Unabhängig von Medien muss man selber denken, was ist geschehen im Jahr 2020. Denn Jupiter ist das Zeichen der Erkenntnis. Saturn ist die Vergangenheit. Saturn ist der Herrscher der Zeit. Chronos, Chronologie, Zeit. Das heißt, man muss hier sich daran erinnern, was war im ganzen Jahr, was ist passiert. Und dann kann man sich eine eigenständige Meinung, eine individuelle Wassermann, Meinung bilden. Wassermann ist das Zeichen der Individualität in Bezug auf Gesellschaft. Wassermann gibt uns ein Gefühl über dieses Zusammenspiel zwischen Individuum und Gesellschaft. Und daraus entsteht diese Dynamik, die wir gemeinsames Leben nennen. Und Jupiter, wie gesagt, ist höheres Wissen, Erkenntnisse, Hoffnung, aber diese Hoffnung muss mit der Vergangenheit, mit den Fakten im Einklang gebracht werden. Ansonsten ist das einfach nur Blauäugigkeit und Selbsttäuschung. Das ist die Gefahr, wenn man nicht die Realität, Saturn, Vergangenheit, Saturn, erkennen möchte. Was ist passiert? Und was kann man jetzt erwarten? Wir sind ja nicht mehr naiv, denn Saturn ist nicht naiv, Jupiter auch nicht. Diese zwei Planeten sind sehr erfahrene Planeten.
obwohl Merkur mit Wissen auch verbunden ist, genauso wie Jupiter, beherrscht Merkur über die Einzelheiten im Alltag. Jupiter ist nicht das, sondern Jupiter ist das gesamte Bild von oben betrachtet. Nicht nur die kleinen Einzelheiten im Alltag, Klatsch und Tratsch, ja. Also Jupiter ist der große Guru, der große Lehrer. Saturn ist der erfahrene Mensch, der unabhängige Mensch, der Mensch, der erwachsen ist. Nicht ein Mensch, der blauäugig und naiv ist. Und diese Konjunktion bringt den Menschen dazu, Verantwortung über die eigene Freiheit und über das eigene Wissen zu übernehmen. Was ist die Wahrheit? Und wir sind alle erwachsen, wir sind alle intelligent und wir können unsere Freiheit in Anspruch nehmen und selber denken. Das ist wichtig in einer Zeit, wo man nicht unbedingt die Wahrheit bekommt. Ja? Denn Jupiter ist die Wahrheit. Wassermann ist die Eigenständigkeit, Saturn ist Reife. Und diese Konjunktion Jupiter-Saturn ist in Wassermann. Da kann man sich schon ein Bild darüber machen, welche Bedeutung das hat. Viele Menschen sind im kommenden Jahr in einem Prozess der Erneuerung, vor allem im beruflichen Bereich, der Neuorientierung, denn das ist, was Wassermann verkörpert. Neuorientierung, Eigenständigkeit, Freiheit, sich seine eigene Meinung bilden. Das ist Wassermann. Okay? Und dann haben wir zwischen 29. und 30. einen Vollmond im Sternzeichen Krebs. Krebs ist die innere psychologische Zufriedenheit, die innere psychologische Stabilität und Sicherheit. Das ist sozusagen die weiche Seite eines Menschen. Diese weiche Seite, die Verletzlichkeit und so weiter, das muss durch etwas Hartes geschützt werden. Zum Beispiel beruflicher Erfolg. Ohne beruflicher Erfolg keine Sicherheit. Auch nicht emotional. Und das ist das Hauptthema im Jahr 2021. Die Findung der Wahrheit, die Findung der Sicherheit in einer Zeit der Ungewissheit. In einer Zeit der neuen Orientierung, wo man neue Dinge ausprobieren muss, ohne Garantie, dass es funktioniert. Das ist das Jahr 2021. Also nicht ist hundertprozentig garantiert, aber man kann handeln. Garantie gibt es nur oder kann nur geben, wenn man etwas tut. Einfach passiv nichts machen, bringt nichts. Und deswegen muss jedes Individuum wissen, was ist meine Wahrheit. Unabhängig von der Gesellschaft. Und dann diese zwei Polen, Gesellschaft und Individuum, die müssen wieder im Einklang miteinander gebracht werden. Denn ansonsten haben wir pures Chaos. Beide Pole, Individuum und Gesellschaft, beide Elemente sind notwendig. Wir brauchen Freiheit, wir brauchen Einschränkung und es muss nur einen Ausgleich zwischen beiden Dingen gefunden werden. Und das ist die größte Herausforderung im Jahr 2021. Auf der kollektiven Ebene. Auf der individuellen Ebene gibt es das Thema berufliche Neuorientierung. Man muss sich von Menschensituationen befreien, die vielleicht nicht mehr notwendig sind. Manche Traditionen, Gewohnheiten sind sogar schädlich für die eigene Selbstentfaltung und das ist die größte Frage, wie kann ich meine Freiheit finden?
wie kann ich meine Freiheit einbehalten und verteidigen? Ja? Also das sind alle Fragen vom Wassermann, liebe Astro-Rebellen. Und ich sage euch, nichts kann ein individuelles Horoskop ersetzen. Liebe Astro-Rebellen, meine Aufgabe besteht darin, euch auf der individuellen Ebene zu helfen. Denn eine individuelle Analyse des eigenen Horoskops kann man nicht ersetzen. Und das ist, was ich euch jetzt gesagt habe. Das sind die allgemeinen Einflüsse. Aber man muss individuell anschauen, welche Möglichkeiten hat man, welche Einschränkungen können auftauchen. Und das kann man nur auf der individuellen Basis machen. An dieser Stelle wünsche ich euch frohe Weihnachten, liebe Astro-Rebellen, ein frohes, erfolgreiches Jahr 2021. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bleibt gesund und bis zum nächsten Video.